Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Heute mal ein weiteres Wandverputzvideo. Ich habe ja schon mal eins dieser Art gemacht. Link am Ende des Videos und unten in der Videobeschreibung. Hier geht es jetzt spezifisch um den Rollputz. Also das ist eigentlich nichts anderes als eine Art feiner Putz, den wir hier auf unsere vorbereitete Fläche auftragen. Und mit einer Strukturrolle, die gibt es in allen möglichen Formen, eine Art Muster einbringen. Da gibt es ganz wilde Muster, es gibt ganz einfache Muster. Ich habe mich hier für ein ziemlich einfaches Muster entschieden, indem ich hier einfach nur so eine Art Schaumstoffrolle mir genommen habe, mit vielen kleinen Schaumstoff-Luftblasen, halt wie es bei so einem Schwamm halt aussieht. Und wenn man damit über die Wand fährt, kriegt man ein schönes, feines Muster auf die Wand. So, um jetzt zu dem Verputzen dieser Wand zu kommen, nochmal ein paar Punkte zu der Vorarbeit, die ihr leisten müsst. Also ihr seht hier, ich habe hier eine Trockenbauwand gestellt und habe sie komplett verspachtelt. Wenn ihr sie ordentlich abgespachtelt habt, ein oder zweimal, eventuell leicht anschleifen, das kommt darauf an, wie ihr spachtelt. In der Regel kriegt man das so gespachtelt, dass man nicht nochmal nachschleifen muss. Man sieht hier, es ist relativ gerade, es ist gut quasi vorbereitet. Hier können wir quasi ohne Probleme drauf putzen. Man wird hier keine Wellen oder irgendwas durchsehen. Wenn ihr irgendwelche größeren Erhöhungen drauf habt, müsst ihr halt nochmal ein bisschen nachschleifen. So, bevor ihr, wie gesagt, hier drauf putzen könnt, empfehle ich euch hier zwingend, einen Tiefengrund, einen Putzgrund aufzutragen in ein oder zwei Schichten. Macht das bitte nach Packungsanlage des Herstellers dieser Substanz und bereitet eure Wände dementsprechend vor. Sie sollten, wenn ihr natürlich auch Trockenbauwände gestellt habt, dementsprechend fest sein. Ich sage immer mindestens eine 12er-Platte nehmen oder eventuell zwei von diesen Gipskartonplatten übereinander verschrauben. So ist die ganze Geschichte wesentlich stabiler und der Vorteil ist, es biegt sich nicht mehr durch und damit reißt dann auch euer Putz nicht so schnell auf. Ich für meinen Teil mache es auch an manchen Stellen so, ich baue unten drunter eine Art USB-Platte oder eine Holzplatte oder was da alles so gibt, Hackschnitzelplatten, und mache obendrauf hier so eine Gipskartonplatte. Und damit habe ich dann so eine hohe Stabilität, dass ich hier gefahrlos drauf putzen kann. Es verzieht sich nichts, es reißt nichts, egal was ich euch erzähle. Das hier wird definitiv halten, denn ich mache diese Technik schon ziemlich lange. So, wie gesagt, wir haben die Wand vorbereitet, ist alles glatt. Unser Tiefengrund, unser Putzgrund ist aufgetragen, ist auch abgehärtet. Und jetzt kommen wir zum reinen Putzen. Wir haben alles abgeklebt. Und jetzt könnt ihr entweder einen Standard feinen mineralischen Putz nehmen, einen Putz, den ihr selber anmischt. Oder eine Variante, die ich eigentlich jedem nur ans Herz legen kann, auch wenn es im ersten Moment etwas teurer aussieht, kauft euch das hier. Diesen Fertigputz in Eimern, den gibt es in ganz verschiedenen Körnungen, Größen, Stärken. Ich habe hier einen Putz 0,5 bis 1 mm stark, wird dieser hier aufgetragen. Vorteil von der ganzen Geschichte, ich reiße meinen Eimer auf, kann sofort rein mit der Kelle, rühren maximal einmal ein bisschen auf und kann sofort hier loslegen. Ich brauche keine zweite Person, die mir nachmischt, damit ich hier schnell immer wieder Material habe. Und ich kann, wenn ich jetzt mit einer Wand fertig bin und habe einfach gelinde ausgedrückt die Schnauze voll, höre ich hier an dieser Wand auf, mache meinen Deckel auf den Eimer drauf und kann morgen weiterarbeiten. Das geht natürlich mit selbst angemischtem Putz definitiv nicht. Und wie gesagt, man hat auch hier immer eigentlich dieselbe Qualität bei dem Putz. Man muss nicht, man muss keine Angst haben, dass der Putz irgendwie fester ist, weicher ist oder die ganze Mischerei nicht ganz so hinhaut. Und das hat auch noch einen Vorteil. Dadurch, dass wir ihn immer in denselben Mengen abgemischt haben hier, können wir ihn auch, wenn wir wollen, einfärben. Dafür gibt es Dispersionsfarben oder diverse vorgemischte oder vorportionierte Mengen, die man hier einfach eingeben kann an Färbungsmittel, und hat den Vorteil, man kann immer dieselbe Menge auf einen Eimer mischen und hat damit immer exakt denselben Farbton. Also ich meine, für meinen Teil, das kann nur jedem ans Herz legen, nehmt den vorgemischten Putz, auch wenn es 1 oder 2 Euro mehr kostet, lasst das mit dem selber Gemische, es geht 10-mal besser. So, um den Putz jetzt aufzutragen, haben wir mehrere Möglichkeiten. Schaut da bitte auf die Packungsbeilage des Eimers, das ist bei jedem Putz ein bisschen anders. Diesen hier können wir aufstreichen, aufrollen oder auf die Standardart und Weise mit unserer ganz normalen Kelle aufbringen. Ich für meinen Teil bevorzuge hier diese Kellen. Man kann eine Stahlkelle oder eine Kunststoffkelle nehmen. Viele bevorzugen hier die Kunststoffkelle. Ich arbeite hier mit der Stahlkelle. Nehmt bitte eine, die nicht rostet, damit ihr nicht irgendwelche Rostspuren in den Putz hineinbringt. So, um das jetzt hier aufzubringen, fange ich einfach von unten nach oben an. Da werden jetzt viele Fachleute wieder ganz gewaltig schimpfen, denn viele Fachleute putzen von oben nach unten. Von Hobbymann zu Hobbymann sage ich euch Folgendes. Probiert es einfach aus.
aber ich garantiere euch, von unten nach oben ist es für Anfänger besser. Man bringt zwar immer wieder, wenn man von unten nach oben putzt, die Feuchtigkeit von unten nach oben in den Putz ein, aber es ist einfacher und das Zeug fällt einem nicht so schnell von der Spachtel runter. Das ist sehr unangenehm, wenn man jetzt eine Ladung Putz hier drauf hat und geht nach oben, dreht sie rum und patsch, liegt alles unten. Fangt ihr schön hier unten an, passiert euch das nicht und ich bin immer ans Ziel gekommen bis jetzt. So, wichtig, diese Arbeit sollte man zu zweit ausführen, die ich euch jetzt hier zeige. Wenn ihr keinen zweiten Mann habt, müsst ihr euch die Geschichte einteilen. Das heißt, das, was ich euch jetzt hier zeige, ihr putzt ein kleines Stück von unten bis nach oben und rollt dann bitte sofort nach. Nicht erst die ganze Wand putzen und dann alles nachrollen. Das kann schief gehen. Das hängt davon ab, wie stark saugt eure Wand, wie hoch ist die Temperatur in dem Raum oder wie stark ist die Sonneneinstrahlung auf die Wand. Das kann, wie gesagt, gewaltig in die Hose gehen. Jetzt habt ihr das Ding komplett durchgeputzt und wollt von hier anfangen mit dem Rollen. Hier beim Rollen geht es gar nicht mehr, weil es trocken ist. Und hier hinten ist es furzweich und dann habt ihr zwei verschiedene Muster eingerollt. Das sieht natürlich nicht schön aus. So, beginnen wir jetzt einfach mal mit dem Aufbringen des Putzes, damit ich euch mal das näher zeigen kann. So, um jetzt hier mit den Arbeiten zu beginnen. Wie gesagt, haben wir hier unseren Eimer. Ich habe ihn schon etwas aufgerührt. Wir machen ihn einfach mal auf und können nun den Putz, wie gesagt, auftragen. Wie gesagt, ihr könnt das bei manchen Putzarten auch per Rollen oder Streichen auftragen. Ich möchte euch noch ans Herz legen, eventuell euch nochmal einen Pinsel mit dazu zu nehmen, eine Rolle, eine Farbrolle, eventuell nochmal ein Werkzeug zum Abrollen dieser Farbrolle, vielleicht auch nochmal einen kleinen Pinsel und ganz wichtig, die eine oder andere Spachtel, denn es kann sein, ihr kommt in manche Ecken vielleicht nicht richtig rein und da könnt ihr hier mit der Spachtel schön nacharbeiten und dort diesen Putz aufbringen. Noch ein kleiner Tipp, wir sehen hier in dieser Wand sind keine Steckdosen. Das mache ich persönlich immer so, wenn ich eine Trockenbauwand stelle, lege ich das Kabel für die Steckdosen ein, bringe aber die Steckdosen noch nicht ein, bohre sie nicht ein. Ich putze erst die komplette Wand durch, streiche sie und dann bohre ich erst die Steckdosen ein. Habt ihr schon Steckdosen drinne, gibt es dementsprechende Putzdeckel für diese Steckdosen. Ich kann euch mal einen einblenden, das sieht so aus. Und die drückt ihr bitte in die Dosen ein, damit sie zu sind und die werden komplett mit überputzt. Habt ihr das Putzen fertig, zieht ihr sie einfach dann raus und damit ist die ganze Geschichte erledigt. So, also nehme ich mir etwas von dem Putz heraus mit meiner Kelle und trage es hier auf die Kelle auf. Ich streiche es immer hier unten an der Kelle entlang, sodass ich quasi den Putz nur auf der unteren Seite der Kelle liegen habe. Ich zeige euch das hier, wie ich das mache. Ob das jetzt ein Fachmann so macht, möchte ich bezweifeln. Es funktioniert aber so, wie ich das mache. Wenn ihr die Kelle jetzt ansetzt, setzt sie ganz unten einfach an, bringt sie in einen Winkel, ich sag mal so von 20, 30 Grad von der Wand weg und zieht einfach nach oben. Und so bringe ich erstmal so viel wie möglich Material an die Wand. Ähnliche Vorgehensweise könnt ihr auch hier in diesen Ecken praktizieren. Ich habe hier noch etwas Putz auf der Kelle unten an der Seite liegen. Ich gehe mit der Kelle genau in die Ecke hinein, lege sie wieder in einem kleinen offenen Winkel hier an und ziehe einfach rüberwärts. Und so arbeite ich mich jetzt erst einmal von unten nach oben und ich mache jetzt hier erstmal vielleicht ein Stück von, sagen wir mal, circa einen halben Meter bis einen Meter. Achtet drauf, weil ich jetzt hier die Ecke schon geschlossen habe, dass ihr an allen Stellen die gleiche Menge Putz habt. Das ist nicht so schwer, wie man das denkt. Man nimmt einfach die Kelle und streicht immer wieder etwas drüber. Hat man zu viel Putz an irgendeiner Stelle, sieht man das, habe ich ihn wieder hier einfach abgenommen und kann ihn quasi einfach so nach oben weiter streichen. Wie gesagt, ich mache es von unten nach oben. Wie ihr das macht, das überlasse ich euch. Probiert es einfach mal aus. So, wenn ich mich nun auf dem Stück bis nach hier oben durchgekämpft habe oder alles fertig habe, mache ich hier auch wieder dasselbe Prinzip. Ich fülle wieder hier meine Kelle etwas auf hier an dem unteren Rand, lege sie hier oben an und ziehe nun hier nach unten, so wegwärts quasi von der Decke und kann nun hier quasi die Kante oben perfekt schließen. Habe ich das Stück jetzt hier verputzt? Will ich jetzt hier zum Rollen kommen, weil ich habe hier eine ziemlich hohe Raumtemperatur, es ist sehr trockene Luft, die Wand zieht ziemlich stark, also möchte ich hier das jetzt auch schon mal etwas abrollen. Bevor ich das natürlich machen kann, schaue ich nochmal, dass überall in etwa dieselbe Menge Putz ist. Ich meine, das ist ein Rollputz, hier kommt es nicht ganz so drauf an. Ich ziehe jetzt hier also quasi alles nochmal leicht
ab mit der Kelle, immer rüberwärts in das Teil, was noch nicht geputzt ist, sodass ich den Putz quasi hier rüberbringe. Wenn ihr dann merkt, zum Beispiel hier oben ist etwas wenig, aber hier mit ist etwas viel, nehme ich es einfach hier ab und gebe es hier oben wieder zu. Das geht ohne Probleme. So, nachdem ich nun das Teil hier soweit durchgeputzt habt, ihr seht, ihr müsst euch hier nicht zu viel Mühe geben. Ich habe hier wirklich überall noch Rillen, Dellen und alles Mögliche drin. Macht aber nichts beim Rollputz. Jetzt können wir bei diesem schönen Putz unser Muster auftragen. Und da, sage ich jetzt mal, ist euer Fantasie absolut keine Grenze gesetzt. Ihr könnt, wie gesagt, hier ein Muster einrollen. Müsst ihr aber nicht. Ihr müsst noch nicht mal die teuren Rollen kaufen. Eventuell nehmt ihr einfach eine Spachtel oder eine Kelle, setzt sie einfach so hier rein und dreht euch irgendein Muster hier ein. Werft euch so Kellenschläge rein. Kratzt euch irgendwas rein. Nehmt die Finger, malt ein Smileys hier rein. Es ist scheißegal, was ihr hier macht. Das ist eure Wand. Hier dürft ihr machen, was ihr wollt. Nicht immer zu sehr auf die Kommentare dann unten hören, wenn immer viel gemeckert wird. Ich sage immer, macht, was ihr wollt und gestaltet die Wand, wie ihr wollt. Nicht immer der teuerste Weg ist auch gleich der beste Weg. Denn schlussendlich ist das eurer freien Gestaltung überlassen, was ihr hier macht. Ich für meinen Teil rolle jetzt auf. Jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. Ich nehme jetzt einfach meine Rolle und meinen Pinsel. Den Pinsel brauche ich aus einem ganz speziellen Grund. Und beginne jetzt einfach mit dieser Rolle hier ein Muster einzurollen. Das Schöne ist, bei dieser Rolle hier muss ich auf keinerlei Richtung achten. Es könnte aber sein, ihr habt eine Rolle, wo absolut die Richtung eingehalten werden muss. Da müsst ihr dann Stück für Stück für Stück abrollen, dass das stimmt. Hier mit der Rolle ist das absolut kein Problem. Wir können jetzt einfach quasi von unten nach oben, von hüben nach drüben, querrollen. Denn ich habe hier ein komplett freies Muster und ich möchte hier bloß die Wand so etwas aufrauen. Hier habe ich allerdings jetzt ein kleines Problem. Wir sehen hier, ich habe hier diese Tür und ich komme jetzt quasi mit der Rolle nicht hier in die Ecke hinein. Um das jetzt zu lösen, das Problem, rolle ich mit der Rolle so dicht wie möglich an der Tür hoch, damit ich hier das schon mal vorbereitet habe. Und jetzt habe ich mir einfach überlegt, was kann so ein ähnliches Muster erzeugen wie die Rolle. Ich nehme jetzt hier einfach so einen Pinsel, schön lockeren Pinsel. Und tuffe jetzt einfach hier hinten in die Ecke. Da ich jetzt gerade mal sehe, wenn ihr hier jetzt mal aus Versehen eure Wände oder Tür voll schmiert, ist das alles kein Problem. Nehmt einfach ein feuchtes Tuch und entfernt das schnell wieder. So habt ihr dann keine Probleme. Wird das allerdings erstmal fest, ist es richtig schwer entfernbar. So, also dübbel ich jetzt hier mich durch. So, und damit habe ich hier dieses kleine Stück schon komplett fertig. Ich habe es verputzt und habe es auch schon mit der Struktur eingerollt. Für die ganze Geschichte bis hierhin habe ich bis jetzt noch nicht mal 6 Minuten gebraucht. So, jetzt kann ich natürlich hier drüben weitermachen und muss halt immer im Auge behalten, wie schnell trocknet mein Putz ab, damit ich ja nicht zu viel auftrage und immer wieder rechtzeitig nachrollen kann. Dieses ganze Problem kann man natürlich optimal umgehen, wenn man zu zweit arbeitet. Einer putzt vorneher weg und der andere rollt hinterher nach und macht die Feinarbeiten. Somit kann man sich das wunderbar einteilen und ist mit so einer Wand spielend in einer viertelhalben Stunde fertig. So, und damit habe ich die ganze Wand jetzt schon fertig. Exakt habe ich jetzt in diesem Moment ca. 18 Minuten gebraucht, um hier diese komplette Wand zu verputzen und abzurollen alleine. Ich hätte es vielleicht sogar noch etwas schneller hingebekommen, wenn ich nicht gefilmt hätte. Also wie gesagt, wenn man hier ein Wettrennen machen würde, würde ich sogar sagen, ich schaffe es unter 15 Minuten. Aber das müsst ihr ja nicht. Es ist euer Projekt. Ihr könnt euch so viel Zeit lassen, wie ihr wollt. So, da ich jetzt hier alles fertig abgerollt habe, könnt ihr jetzt selber entscheiden, wie ihr weitermacht. Ich müsste jetzt hier die nächsten Wände weiter verputzen. Wenn ihr es euch nicht zutraut, hier weiter zu putzen, ohne hier diese Wand wieder zu beschädigen, lasst ihr einfach diese Wand hier 24 Stunden abhärten und dann können wir hier weiter putzen. Somit kratzt ihr hier drüben die Struktur nicht mehr kaputt, weil man kann ja doch immer mal hier drüben reinkommen und dann muss man nochmal nacharbeiten. Das sieht dann nicht mehr so schön aus. Oder wenn man es sich halt zutraut, versucht man halt, ohne hier nochmal dran zu kommen, nach hier hingehend
weiterzuarbeiten. Wenn die ganze Geschichte dann abgehärtet ist, könnt ihr das eventuell nochmal nachstreichen. In diesem Fall, ich habe mich für einen vorgefärbten Putz schon entschieden, der ist schon rein weiß. Das heißt, wenn er abtrocknet, bleibt er, ist er komplett weiß. Wenn ihr das wollt, könnt ihr aber ihn, wie gesagt, auch nachstreichen. Ihr könnt ihn aber auch schon vor dem Verputzen leicht einfärben. Achtung hierbei, wenn ihr ihn vor dem Verputzen einfärbt, die Farbe, die ihr dann in euren Eimer habt, nach dem Einfärben des Putzes, die werdet ihr schlussendlich nicht an der Wand haben. Die Farben werden immer heller, wenn ihr sie an die Wand bringt. Also nach dem Abtrocknen sind die Farben immer wesentlich heller, als sie beim Einmischen im Eimer aussehen. Nur mal so ein kleiner Zusatzhinweis nochmal. So, ich verputze jetzt hier mal die Geschichte weiter und dann schauen wir uns nochmal das Endergebnis zusammen an. So, noch ein kleiner Tipp, weil ich jetzt hier auch wieder etwas daneben geschmiert habe. Eins hat sich als sehr effektiv erwiesen. Wenn das leicht antrocknet, kriegt man es manchmal sehr schlecht ab. Kauft euch Babyfeuchttücher. Die Dinger sind wie die blanke Säure. Damit könnt ihr das Zeug einwandfrei abwaschen. Hat bis jetzt immer hervorragend funktioniert, besonders auf glatten Oberflächen. Denn die lösen diesen Putz sehr gut an und man kann ihn dann hervorragend wegwischen. Das ist nochmal eine billige Methode, sich nochmal, wie gesagt, so einen kleinen Fehler hier wieder zu retten. Und so hat man sich nicht alles hier versaut und muss man hier mit irgendwelchen nassen Lappen rumtröpfeln. So, und das ist jetzt das fertige, geputzte Ergebnis. Ich habe jetzt die Wand hier ca. 24 Stunden abtrocknen lassen. Wir können uns mal ein paar Nahaufnahmen anschauen. Hier habt ihr das Muster, das ich hier reingeputzt habe und dementsprechend sieht das aus. Alles in allem, wie ihr gesehen habt, ging das extrem einfach herzustellen. Es war schnell aufgebracht, wie gesagt, ihr könnt es streichen, ihr könnt es aufbringen mit einer Kelle, ihr könnt es mit vielen anderen Methoden, mit einem Pinsel aufbringen und dann alle möglichen Muster einbringen. Es ist eine verdammt einfache Variante, seine Wand zu gestalten und meiner Meinung nach auch wesentlich billiger als einfaches Tapezieren. Denn ihr müsst bei der Tapete die Tapete rechnen, den Leim rechnen, eventuelle Zusatzstoffe und die Tatsache, dass das Tapezieren meiner Meinung nach wesentlich schwieriger ist als so eine Arbeit. So, ich kann jetzt hier, wie gesagt, noch eine Farbe aufbringen. Hier ist eventuell nochmal vorheriges Grundieren erforderlich, das kommt aber darauf an, wie stark dann euer Putz saugt oder wie stark die Farbe in den Putz einzieht und da müsst ihr dann halt mal schauen und euch ein bisschen beraten lassen. Alles in allem komme ich jetzt hier mal zum Ende des Videos. Habt ihr noch Interesse an weiteren meiner Videos? Unten in den Videoanmerkungen findet ihr einige. Klickt auf eure Anmerkungen, schaltet sie ein, dann könnt ihr draufklicken. Hat euch das Video gefallen, gebt einen Daumen hoch. Hat es euch nicht gefallen, gebt einen Daumen runter. Und wie gesagt, über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Also sage ich hiermit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.